habe ich mir Folgendes überlegt: für vier Personen mit einem Seil und einem Türrahmen bilden sozusagen eine Zone. Vier Mann, vier Ecken tragen ein Seil. Dieses Seil ist an den Seiten des Türrahmens befestigt. Und in der Mitte ich, alle Leute in Schwarz. Und dass es wieder eine Prozession wird, wie der Brunnenmarkt. Ich dachte, na gut, wenn ich jetzt schon eine Sache im Brunnenmarkt gemacht habe, mache ich dort auch die zweite Sache. Und mit dieser mobilen Zone, alle in schwarzen Anzügen und ich mit dem schönsten schwarzen Anzug in der Mitte und mit einer Sonnenbrille und einem schwarzen Hut und geputzten Schuhen und einer dicken Zigarre aus Havanna mit einem Mundschenk, mit Sekt, wandeln wir also über den Brunnenmarkt. Und bleiben dort mal stehen an verschiedenen Ständen. Natürlich geht dieser Zone ist noch jemand voraus mit dem Hund, jemand mit Walkie-Talkie, der die Leute vorbeidrängt. Und dann kam noch eine Tänzerin, die vor dieser Prozession hin und her ging, um die ich wirre habe tanzen lassen ohne Musik, die sich einfach nur drehen sollte und getanzt hat. Und davor gab es dann noch eine Installation aus dem Atelier Acanto, welches wir mit dem Ingo haben. Es hieß Black and White. Es war eine Trümmerlandschaft wie in Pompeji, sage ich jetzt mal, welche von zwei Schwarzen gezogen worden ist. Das hat für mich einfach ein Symbol der Welt dargestellt. Die Schwarzen ziehen die zertrümmerte westliche Welt, sage ich jetzt mal, hinter sich her mit ihrer Muskelkraft. Dann kommen die verrückten Künstler dazwischen und ganz hinten kommt der ganz fette Industrieadel, sage ich es mal, gespielt durch mich. Und wir sind an den Ständen halten geblieben und haben uns dann verschiedene Sachen gekostet. Die Leute verhalten sich wirklich anders, wenn man so daherkommt, sage ich jetzt mal. Wir sind im CI sitzen geblieben, haben wir Station gemacht auf dem Ippenplatz und haben einen Wein getrunken. Und plötzlich kam der Kellner und fragte, was er denn für uns tun dürfte und ob wir uns nicht Platz nehmen sollten. Und dann wurde noch durchsucht von meinem Bodyguard, bevor er in die VIP-Zone an den Tisch kommen durfte, und hat uns dann ein Glas Sekt hingestellt. Wir haben Sekt getrunken, dann braucht man nicht zu bezahlen und sind wir weitergezogen. Das fand ich schon lustig, wie die Leute so allgemein reagiert haben. Niemand hat sich natürlich getraut, uns anzusprechen, außer die Kinder, die uns dann gefragt haben: Mensch, was ist das denn? Was ist ein Bodyguard, Mann? Und das fand ich irgendwie lustig, auch dahingehend wieder die Reaktionen der Leute zu beobachten, überhaupt Reaktionen zu provozieren, sag ich jetzt mal wieder, mit den gespielten Sachen jetzt hinauszugehen und mit einer gefakten Wirklichkeit, die es ja wirklich gibt. Es gibt auch Leute, die bewegen sich wirklich mit Bodyguards durch die Menge und sowas alles, um denen mal zu zeigen, wie es so sein könnte. Ja, und die dritte Geschichte zum Thema Brunnenmarkt, die ich dann gemacht habe, sollte dann doch ein bisschen größer sein. Und dann dachte ich, na gut, hatte ich ursprünglich eine Vorstellung von diesem Gemüse aus der Muppets Show. Da gibt es ja so einen ganz lustigen Rettich, der hat so eine komische Sprache, so mi, 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 mi. Die wird verfolgt von so einem Koch, glaube ich. Und ich habe sowas irgendwie gesehen, dass Menschen in zwei, ursprünglich hatte ich zwei Menschen gesehen, die im riesengroßen Kostüm aufeinandertreffen und kämpfen miteinander. Ja, aus diesen zwei Leuten sind dann 28 geworden. Also sieben Gurken, sieben Karotten, sieben Kartoffeln und sieben Tomaten. Dann braucht man dann natürlich Kostüme. Wo kommen die Kostüme her? Aus der Schneiderei hier in Wien kostet pro Stück 1000, 2000, 3000 Euro. Natürlich viel zu teuer. Was machen wir? Fahren in Urlaub und lassen uns mal schnell im Urlaub in Kambodscha, einem dritte Weltland, genauso wie es alle Leute machen. Wir lagern die Produktion aus und lassen es uns billig in Südostasien nähen. Da bin ich mit meiner Freundin in den Urlaub gefahren und haben uns dort in Kambodscha 28 Stück Gemüsekostüme zusammen nähen lassen. Haben dann noch ein bisschen Urlaub gemacht und sind wieder zurückgekommen, haben diese 28 Gemüsekostüme gefüllt und haben sie aufgestellt hier draußen in der Grundsteingasse, haben sie auf dem Markt marschieren lassen. Und erst hat sich das Gemüse dann verteilt über den gesamten Markt natürlich und hat friedlich zusammengelebt. An diesem magischen Tag habe ich gesagt, kann das Gemüse, lebt das Gemüse und kann sprechen. Und der Markt haben wir dann in Dritteln aufgeteilt, sodass alle
das gesamte Gemüse, was es ja eh auf dem Markt gibt, nur 10-mal größer, sage ich es mal, friedlich verteilt 1-2 Stunden an den Gemüseständen steht und ein bisschen Werbung für seine eigene Sorte macht. Und danach polarisiert sich das Gemüse. Also für jedes Stückchen Gemüse, für jede Tomate, für jede Kartoffel, für jede Gurke und für jede Karotte gab es einen Gemüseführer, der die Aufgabe hatte, dass sein Gemüse, also der, sagen wir es mit der Tomatenführer, seine Tomaten zu polarisieren. Also ist dieser Tomatenführer jetzt über den Brunnenmarkt gelaufen und hat gesagt, jetzt gebt euch nicht mehr mit dem anderen Gemüse ab. Tomaten sind viel besser als Kartoffeln und Kartoffeln sind viel besser als Karotten. Und sozusagen hat dieser Führer sein Gemüse eingesammelt, hat es polarisiert und diese Gruppen haben dann natürlich angefangen, sich dann logischerweise zu begegnen auf dem Markt, weil sie hin und her gerannt sind und lauthals schreiend auch um ihre eigenen Vorteile geworben haben. Also kauft Tomaten, Tomaten sind das beste Gemüse oder kauft, wir sind das beste Gemüse, wir sind die Karotten, wir sind viel gesünder als die Tomaten und so weiter und so weiter. Und es blieb ja natürlich nicht aus, dass es dann zu Stilgreiflichkeiten kommen musste. Das heißt, dieses Gemüse nahm letzten Endes aufgehetzt durch die Polarisatoren, sage ich jetzt mal, durch diese Agitatoren, Aufstellung auf dem Üppenplatz, dem Ort des großen Gemetzels, jeweils an 4 Seiten und fielen übereinander her und bekriegten sich letzten Endes und keiner blieb übrig. Alle starben, wurden eingesammelt von Köchen, diese Kostüme wurden in einen riesen Topf reingeschmissen, symbolisch jetzt, und es gab dann zum Schluss Gemüsesuppe für alle. Es war eine ziemlich interessante Aktion für mich, weil mir diese Aktion eine Vorstellung vom Krieg gab. Und die haben sich dann bekriegt und das ist wirklich anstrengend. Und da konnte ich auch sehen, ein bisschen wie Krieg funktioniert. Die haben sich in 4 Reihen aufgestellt und mussten dann natürlich beginnen, aufeinander loszugehen. Nicht? Und das ist nicht einfach, sag ich so, wie es ist. Dass die Leute wirklich aufeinander losgehen, erfordert schon ein bisschen, selbst wenn es nur gespielt ist und man probt das nicht oft, erfordert das schon Courage, den Gegenüber ins Auge zu schauen und sagen, du Schwein, jetzt gehe ich rüber und ich springe dich an. Und das habe ich ganz genau gesehen. Ich war der Apfel, der vom Frieden träumt. Ich habe in der Mitte mit dem Beobachterposten dem Vorbehalten, sage ich jetzt mal, stand in der Mitte und habe geschrien, ich bin der Apfel, der vom Frieden träumt und ich träume von Liebe und Farbe und Licht und ich singe vom Frieden und ich träume von Liebe und Farbe und Licht und um mich herum diese fetzenden Gemüseleiber, sage ich jetzt mal, dieses zum Anfang zögernd, bloß dann heiß erregt kämpften und dann so circa nach 10 Minuten Schlacht war alles voller Luftballons und alles voller Gemüsekostüme und die Kinder laut knallend, also wie wirklich das Gewehrfeuer eigentlich, so pang, 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 pang und diese Gemüseleiber und dann war es halt vorbei und das war auch es war eigentlich so mit eine lustig ernste Sache, möchte ich mal sagen. Und das war meine Sache zum Thema Brunnenmarkt, meine aktionistischen Sachen, sage ich jetzt. Ja, und dann 2006 ging es dann los mit diesem Mimamouche-Projekt. Mimamouche ist ein, ich sage jetzt, eine Installation, die hier den Hof bespielt hat, wo es eigentlich ein Salonabend veranstaltet wird mit Live-Musik und Bar und Essen und das Publikum ist auch dazu animiert, schicke Kleider anzuziehen, Stil der 20er Jahre. Also es soll eine gewisse Atmosphäre geschaffen werden. Und diese Atmosphäre wird aber dann genutzt, um kleine Theaterstücke zu verkaufen. Man muss sich das so vorstellen wie in einem Bordell vielleicht. Also die Schauspieler haben kurze Monologe oder Theaterstücke oder auch anderes, also Musik separat gab es. Durch eine große